Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zum Austrian Holocaust Memorial Award beglückwünschen. Ich darf das in zweifacher Hinsicht tun. Zunächst einmal möchte ich den Vertretern des österreichischen Auslandsdienstes gratulieren und Ihnen auch meinen Dank aussprechen. Die Arbeit, die Sie hier leisten, ist von unschätzbarem Wert, und zwar nicht nur, weil es hier darum geht, den Respekt vor den Opfern, den Angehörigen oder auch vor den Helden des Widerstands zum Ausdruck zu bringen, sondern mit Ihrer wertvollen Gedenkarbeit definieren Sie auch entscheidend mit, in welcher Zukunft wir leben wollen. Es ist ganz wichtig, dass wir gerade unseren Jungen zeigen, was passiert ist und was wir gemeinsam nie wieder wollen. Wir wollen in einer Gesellschaft der Toleranz, des Respekts vor der Menschenwürde leben, und mit Ihrer Arbeit leisten Sie dafür wichtige Beiträge. Ich möchte zum Zweiten aber auch ganz besonders dem diesjährigen Preisträger, Herrn Dr. Ruben Fuchs, gratulieren für sein außergewöhnliches Engagement zum Gedenken an den Holocaust, insbesondere in Südosteuropa. Was Sie hier geleistet haben, ist wirklich außerordentlich. Ich darf mich bei Ihnen bedanken. Ich möchte Ihnen dazu gratulieren. Es ist tatsächlich ein beeindruckendes Werk, auf das Sie hier verweisen können. In dem Sinn wünsche ich Ihnen eine würdige Zeremonie und bedanke mich herzlich im Namen Österreichs für Engagement.